Guten Abend. Können Sie sich noch an den vergangenen Sommer erinnern, als die Corona-Pandemie fast schon überstanden schien? Seit Mitte, Ende Oktober haben wir ein ganz anderes Bild. Tausende Neuinfektionen pro Woche werden festgestellt und in den Krankenhäusern müssen immer mehr Corona-Patienten behandelt werden. Hinzu kommen auch noch immer mehr Impfdurchbrüche und, was dazu kommt, ist auch eine vergleichsweise niedrige Durchimpfungsrate in Südtirol. Kann uns also nur mehr eine allgemeine Impfpflicht aus dieser Pandemie herausretten? Darüber diskutieren wir heute. 2.661 Neuinfektionen stellte der Sanitätsbetrieb in der vergangenen Woche fest. Zudem steigt die Zahl der Patienten auf den Corona-Stationen immer weiter an. Jetzt sind es schon 170 Corona-Patienten, die versorgt werden müssen. Dazu zählen großteils Ungeimpfte, aber auch Geimpfte mit Impfdurchbrüchen müssen behandelt werden. Umso mehr drängt die Politik nun auf die Drittimpfung, um für den Winter gewappnet zu sein. Das nutzen jetzt viele Menschen, deshalb ist die Nachfrage nach Impfterminen in den vergangenen 2 Wochen deutlich angestiegen. Das Land will mit einer landesweiten Impfaktion Mitte Dezember flächendeckend impfen. Dennoch gibt es weiterhin viele Impfskeptiker und Impfgegner. Vor allem Letztere wollen sich partout nicht impfen lassen. Deshalb versucht es die Politik mit Einschränkungen für Ungeimpfte. Ab kommender Woche greift der Super Green Pass, also dann dürfen nur mehr Geimpfte oder Genesene ins Gasthaus, ins Theater oder Kino. Ist das aber genug, um das Infektionsgeschehen wieder in den Griff zu bekommen? Oder braucht es eine Impfpflicht, um langfristig aus der Pandemie zu kommen? Darüber diskutiere ich mit meinen beiden Gästen, einmal mit Andreas Leiter-Reber, dem Vorsitzenden der Freiheitlichen und Fraktionssprecher im Landtag. Guten Abend, Leiter-Reber. Und mit Jasmin Ladurner, der SVP-Landtagsabgeordneten. Guten Abend. Guten Abend. Frau Ladurner, Sie haben sich schon Mitte November in einer Presseaussendung mit Gerd Lanz für eine Impfpflicht ausgesprochen. Warum haben Sie denn damals diese Impfpflicht lanciert? Ja, also ich möchte eines vorausschicken, und zwar, dass wir uns alle etwas anderes gewünscht hätten. Auch ich hätte mir gewünscht, dass wir heute nicht über die Impfpflicht diskutieren müssen, dass sich noch mehr Menschen solidarisch gezeigt hätten und sich impfen hätten lassen und dass sich mehr Menschen auch an die Regeln gehalten hätten. Das ist leider nicht passiert. Sehr viele Menschen, 2 Drittel, haben sich impfen lassen und denen möchte ich an dieser Stelle auch herzlich danken. Aber leider Gottes sind es noch immer zu wenige, die sich impfen haben lassen. 2 Drittel von der impfbaren Bevölkerung. Richtig, richtig. Und aufgrund dessen, dass es immer noch so viele Menschen gibt, die sich nicht impfen haben lassen, hinken wir immer hinterher. Wir hinken dem Virus hinterher. Und hier, glaube ich, müssen wir Einhalt gebieten und wir haben ein probates Mittel. Die Impfung schützt. Die Impfung wirkt und die Impfung ist ein echter Gamechanger und deswegen haben Gerd Lanz und ich bereits vor 2 Wochen, als wir auch schon gesehen haben, wie in Österreich, wie in Deutschland die Zahlen überschick gegangen sind, wie die Hospitalisierungsrate nach oben gegangen ist, haben wir gesagt, wir sehen die Impfpflicht als die beste Alternative, die wir derzeit haben und haben uns deshalb klar dazu positioniert. Heute im Übrigen hat auch Parteiobmann Achammer dazu Stellung genommen und sich für die Impfpflicht ausgesprochen und auch Landesrat Wiedmann, Gesundheitslandesrat, sieht in der Impfpflicht als Ultima Ratio einen gangbaren Weg. Sie haben ja Morddrohungen erhalten, nachdem Sie diese Presseaussendung lanciert haben. Haben Sie mit solchen Reaktionen auf eine Forderung wie diese gerechnet? Also ich denke, man muss grundsätzlich in einer Demokratie über alles sprechen können, auch wenn es Themen sind, die schwierig sind, die auch heftig diskutiert werden. Aber ich glaube, es muss auch ganz klar sein, dass auch das Internet, ich habe die Morddrohung ja über das Internet erhalten, dass das kein rechtsfreier Raum ist. Hier muss man ganz klar dagegen vorgehen. Mir geht es hier auch nicht nur um mich, sondern mir geht es hier auch um Zivilcourage, da Hass im Netz sehr viele Menschen betrifft. Und im Übrigen spricht auch Bischof Ivo Muser beispielsweise in seinem jüngsten Hirtenbrief davon, dass er hier, Zitat, ein Indiz für gefährliche Entwicklung verortet, wenn es um Verschwörungstheorien geht, wenn es um Hass im Netz geht. Und er sieht auch in der Impfung einen Akt der Solidarität. Und deswegen, um wieder zurückzukommen, sehe ich auch in der Impfung ein wichtiges Mittel, damit wir endlich eine Lösung aufzeigen können, wie wir aus dieser Pandemie rauskommen, denn nur die Impfung kann das schaffen. Und ich denke, wir müssen hier auch die Mehrheit vor der lauten Minderheit schützen.
Ein letztes, bevor ich der Herrn Leiter Reber das Wort gebe. Frau Ladurner, Sie haben vor 1,5 Jahren ein sehr umstrittenes Foto ins Netz gestellt. Damals haben Sie gejubelt, dass mit der Corona-Pandemie endlich oder durch den Lockdown endlich ein freies Wochenende vor der Tür steht. Wie sehr, glauben Sie, ist da Ihre Glaubwürdigkeit in Frage gestellt? Ich glaube, man muss hier differenzieren. Ich kenne das Argument. Das war zu einem Zeitpunkt, wo noch niemand, auch ich, nicht ahnen konnte, was hier auf uns zukommt. Das war jugendlicher Leichtsinn. Dazu hatte ich auch schon häufig Stellung genommen. Ich stehe auch dazu. Ich hatte mich dafür entschuldigt. Aber noch einmal, ich glaube, wir müssen jetzt schauen, wie wir aus dieser Situation rauskommen, wie wir diese Pandemie endlich beenden können. Denn es kann nicht sein, dass Kinder und Jugendliche wieder sich Sorgen machen müssen. Kann ich morgen noch in die Schule gehen? Dass Eltern sich die Frage stellen müssen, wie betreue ich meine Kinder und dass Betriebe auch um ihre Existenz bangen müssen. Darüber sprechen wir auch gleich noch, Herr Leiter Reber. Grundsätzlich eine Frage, da wir ja in einem Pro und Contra sind. Auf der einen Seite die Impfpflicht. Wie stehen denn Sie zur Impfung? Ich glaube, dass die Impfung notwendig ist, vor allem für jene Kategorien, und das sehen wir ja auch anhand der Zahlen, dass die Impfung imstande ist, schwere Verläufe zu reduzieren, aber sie hat eben ihre Unzulänglichkeiten. Und ich habe Ihnen sehr aufmerksam zugehört, Frau Ladurner, und auch die Ausführungen vom Bischof und vom Parteiobmann und wen Sie alles zitiert haben. Wir müssen bei den Fakten bleiben in dieser Pandemie. Und wenn es nur so wäre, dass diese Impfung der Gamechanger wirklich wäre, dann hätte Portugal und Gibraltar nicht das Problem. Also wir sind imstande, die schweren Verläufe zu reduzieren für eine bestimmte Zeit. Auch das, da hatten wir uns ja auch gewünscht. Es hat ja zuerst geheißen, 9 Monate schützt sie, verlängern wir auf 12 Monate. Mittlerweile wissen wir, es sind 4, 5 Monate. Von den neuen Varianten gar nicht zu sprechen. Der Moderna-Chef hat erst heute Nachmittag verkündet, ich glaube, Sie haben es sogar in den Nachrichten gebracht, der gesagt hat, für die neue Variante Omikron getrauen wir uns noch nicht einmal den Schutz zu sagen. Wir müssen hier einen neuen Impfstoff entwickeln, wird wieder Monate dauern. Mit diesen derzeitigen Impfstoffen eine Impfpflicht zu fordern, halte ich für völlig falsch. Nicht, weil die Impfung an sich schlecht wäre. Das ist ein Instrument, das wir jetzt haben. Aber die Verhältnismäßigkeit ist nicht gegeben. Und die Evidenz für diesen harten Schritt der Impfpflicht ist nicht gegeben. Und ich kann ja verstehen, man hört es ja auch bei den Leuten, die sagen, ja, wenn wir jetzt endlich die Impfpflicht hätten, dann wären wir durch. Es ist halt mit diesen Impfstoffen leider nicht so. Vielleicht kommt ein Impfstoff irgendwann, der uns wirklich die Garantie gibt, dass ich nicht mehr ansteckend bin, dass ich es nicht nochmal bekommen kann, dann haben wir eine neue Diskussion, dann werden wir uns noch einmal hier treffen. Dann haben wir eine andere Ausgangslage, aber nicht hier, wo die Verhältnismäßigkeit einfach nicht mehr gegeben ist. Herr Leiter Reber, können Sie denn die Menschen verstehen, die gegen die Impfpflicht auf die Straße gehen zu demonstrieren? Na, ich kann nicht alle, aber ich kann einen Teil der Menschen verstehen, und zwar jene, die jetzt sozusagen den Kopf für alles herhalten müssen. Denn es wird ja indirekt immer, schwingt ja mit, die Ungeimpften sind jetzt für das ganze Chaos und für das Versagen in Politik und Sanität und überall schuld, und die müssen den Kopf herhalten. Und das ist nicht der Fall, denn es gibt genügend Leute, die sich aus bestimmten Gründen nicht impfen lassen wollen. Das ist ja auch ein großer Schritt. Man spricht da ja auch immer von der körperlichen Unversehrtheit, und das ist ganz interessant. Das gefällt mir immer, wenn Menschen Bedenken haben, und ich sage, ich wäre für ein verpflichtendes Aufklärungsgespräch. Das schon, dass man wirklich einmal auch mit dem Vertrauensarzt oder mit wem auch immer das Gespräch führen muss und nicht irgendwelchen Internetsachen glauben muss. Aber wenn wir von der körperlichen Unversehrtheit sprechen, das ist ja im Alltag auch immer, das ist ja nicht nur beim Impfen, sondern wir haben die körperliche Unversehrtheit ja auch bei den Abtreibungen und so weiter, wo jeder sagt, ich bin für meinen Körper selbst zuständig. Wenn das einer beim Impfen sagt, dann sprechen wir ihm das auf einmal ab. Also das müssen wir schon auch hier mit hineinnehmen in die Diskussion und nicht alle über einen Topf scheren und über einen Kamm scheren, sondern auch wirklich aufklären. Und vor allem müssen wir mit den Daten rausrücken. Denn die Daten sagen uns, na, das möchte ich schon ausführen, diesen Satz. Ich lasse gleich über die Daten sprechen. Aber bleiben wir bei diesem Begriff der Freiheiten, der persönlichen Freiheiten, die ja für viele Menschen sehr wichtig sind, Frau Ladurner. Wo fängt denn diese Freiheit an und wo hört sie denn auf, also aus Ihrer Sicht? Ich glaube, die Freiheit des Einzelnen hört da auf, wo die Freiheit des anderen beschränkt wird. Also das ist ganz klar. Und ich finde auch, dass dieser Freiheitsbegriff teilweise auch von Impfskeptikern, Impfgegnern auch
auch missbraucht wird, weil er doch sehr egoistisch auch gebraucht wird. Und das finde ich dann auch wiederum nicht korrekt. Und ich denke, wir müssen uns auch die Frage stellen, was ist denn Fakt und was ist Fake? Hier kursiert so viel auch an Fake News. Und was ist wissenschaftliche Meinung und wo ist nur mehr Glaube und Meinung dahinter? Also ich denke, auch das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Und haben Sie eine Erklärung, wieso so viele Menschen verunsichert sind, obwohl so viele Informationen eigentlich über diese Impfung vorliegen? Ich denke, dass gerade die Informationsflut von Seiten auch Social Media beispielsweise, YouTube, manche Menschen meinen ja, sie wären dann YouTube-Helden, wenn sie dort die Informationen beziehen. Ich denke, dass gerade das zur Desinformation beiträgt. Aber und nicht zuletzt gerade auch beispielsweise die Kollegen der FPÖ in Österreich, die massiv Desinformation betreiben, die beispielsweise dafür werben, dass das Pferdeentwurmungsmittel das Allheilmittel gegen Corona wäre. Also da stellt es mir die Grausbirne auf, wenn ich so etwas höre. Ich weiß schon, dass das Sie freuen. Sie werden keine Freunde damit haben. Sie hätten es wahrscheinlich lieber, dass die Freiheitlichen in Südtirol auch das Wurmmittel empfehlen. Wir haben von Anfang an eine seriöse Politik gemacht und immer gesagt, wir wollen die Fakten und die Daten auf den Tisch haben. Ihr Landesrat Wiedmann war es, der uns heute, habe ich die Antwort bekommen, die eben in den Nachrichten gekommen ist, zu den Impfdurchbrüchen in Südtirol. Diese Frage haben wir im August gestellt. Warum denn? Denn im Juli haben wir schon erfahren, aus der Lage in Israel, die ja vor uns geimpft haben, sie haben Impfdurchbrüche, sie müssen boostern. Und ich habe gefragt, welche Altersklassen, bei welchen Impfstoffen sehen wir die Impfdurchbrüche in Südtirol? 3 Monate lang keine Antwort und jetzt werden wir auf einmal narrisch mit den Boostern. Also auch das gehört zu einer offenen Datenlage. Die Leute wollen hier Klarheit und wollen wissen, was los ist. Zur wissenschaftlichen Lage. Ich habe vorher schon nicht ausreden dürfen, jetzt mache ich es aber. Warten Sie eine Sekunde. Ich habe ein Bild für Sie vorbereitet, über diese wissenschaftlichen Daten sprechen können. Und zwar haben wir den Osttiroler Infektiologen Gernot Walder, der nämlich sagt, die Erwartungen, die wir in die Impfung gesetzt haben, haben sich bezogen auf das gesamte Gesundheitssystem nicht erfüllt. Jetzt haben Sie Daten vorliegen, die wahrscheinlich genau diese Aussage von Gernot Walder bestätigen. Na, ich weiß, auf was Sie hinaus wollen, denn wir haben einmal die verschiedenen Daten aus anderen Ländern in Südtirol erst seit heute und wir wissen nicht einmal, für welchen Zeitraum sie gelten. Wir haben aber das Bulletin Officiale vom Staat, wo genau drinnen ist, und das ist aktuell von den letzten 30 Tagen, dass mittlerweile bei den Hospitalisierten, nicht auf der Intensivstation, dort überwiegen nach wie vor die Ungeimpften, aber bei den Verläufen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, haben wir 50-50. Mag im ersten Moment ja gegen die Impfung sprechen. Nein, tut sie nicht, denn wenn wir 80% Geimpfte haben, muss man das ja hochrechnen, also sind es immer noch mehr Ungeimpfte. Aber sie spricht eben nicht dafür, dass wir sagen können, jetzt Impfpflicht her, und dann wäre die Geschichte gegessen. Wir wecken da wieder neue Hoffnungen. Das kann man einfach nicht machen. Mit diesen Impfstoffen eine Impfpflicht fordern und wieder die Hoffnung erwecken, so wie es letztes Jahr um die Zeit hat es geheißen. So, jetzt testen wir das Land durch, dann ist Weihnachten gerettet. Dann impfen wir mit einer Impfquote von 60-70 sind wir über den Berg, dann ist die Pandemie beendet. Jetzt wissen wir, dass auch Länder mit 90% Durchimpfung und mehr, für die auch nicht die Pandemie zu Ende ist. Das heißt, was will man erreichen? Die Pandemie beenden oder die Entlastung der Intensivstationen? Und dann die Frage, die ich ganz konkret habe, Jasmin Ladurner, wie schaut das aus? Impfpflicht bei diesen Impfstoffen, das heißt, alle von 5 bis 99, vom Kleinkind bis zur Oma, 2-mal im Jahr antreten zur Impfung. Wenn es eine Doppelimpfung ist, dann haben wir 4-mal den Stich. Also Sie müssen das den Leuten sagen und den reinen Wein einschenken. Frau Ladurner beantworten, wobei dazu gesagt ist, wir sind alle drei keine Mediziner. Von dem her sondern wir führen eine Diskussion auf der politischen Ebene. Frau Ladurner, welche Hoffnung haben denn Sie, was diese Impfpflicht anbelangt, im Hinblick auf die Pandemie? Na, 2 Dinge dazu. Also ich habe vom Kollegen Leiter Reber rausgehört, auch Israel. Israel zeigt. Na, Israel habe ich gar nicht genannt. Nur, dass dass wir seit Juli wissen, dass es Impfdurchbrüche gibt. Ich habe Sie aussprechen lassen.
Tirol hat man es ignoriert. Das mache ich gerne. Ich wollte es nur richtigstellen, Kollegin Ladorner. Gut. Jedenfalls, Länder wie Israel beispielsweise zeigen ganz genau auf, wie wichtig eben auch diese Drittimpfung ist. Sie zeigen aber auch auf, dass die Impfung wirkt, dass die Impfung schützt. Dass die Impfung schützt, das liegt auf der Hand, das ist ein Fakt. Das ist gleich ein Fakt, wie 2 plus 2 4 ist und die Erde eine Kugel und keine Scheibe. Also das möchte ich hier klarstellen. Und ich höre das hier... Das ist auch wissenschaftlich belegt. Also ja, ich glaube nicht, dass wir da das in irgendeiner Form widerlegen müssen. Ich beziehe mich auch müssen. Da auf die Politik, kann sich ja nur auf die Wissenschaft stützen und dessen bin ich natürlich auch eine Verfechterin. Und zum Zweiten höre ich vom Kollegen Leiter Reber ganz stark auch das Argument der Freiwilligkeit heraus. Ja, wo kämen wir denn hin, wenn wir sagen, wir haben es bis jetzt mit der Freiwilligkeit probiert, wir kommen bis zu einem bestimmten Punkt, aber nicht weiter. Wo kämen wir denn hin, wenn jeder die Steuern freiwillig zahlen würde? Wo kämen wir denn hin, wenn im Klimaschutz... Ja, wo kommen wir mit diesen Impfstoffen hin? Lassen Sie die Frau Ladorner ausreden, bitte. Wo kämen wir denn hin, wenn wir im Klimaschutz sagen würden, ja, macht einfach freiwillig, ihr Betriebe, ihr Privatmenschen, macht einfach freiwillig. Ja, dann, glaube ich, müssten wir auch nicht jetzt einen Klimagipfel wie jüngst in Glasgow machen, wo de facto auch wieder nicht viel rausgekommen ist. Das heißt, und da komme ich auch zum Schluss, zum Punkt, dass die Impfpflicht unumgänglich ist. Also, das möchte ich hier unterstreichen. Und die Impfpflicht ist der Gamechanger. Und weil Sie Portugal ansprechen, dann bringe ich ein anderes Beispiel. Brasilien beispielsweise hat ein Staatsoberhaupt, ein Populist aus dem Bilderbuch, wird gegen die Impfung, wo er nur kann. Die Bevölkerung hat sich aber dagegen gestellt. Mittlerweile haben sie eine hohe Durchimpfungsrate. Mittlerweile können sie wieder einem normalen Leben nachgehen. Und ich denke, das ist das, was auch wir wollen. Wir wollen wieder unseren normalen Tätigkeiten nachgehen und nicht wieder Unsicherheiten ausgesetzt. Das wollen alle und man will aber, und das ist mir eben wichtig, wir müssen eben alle Werkzeuge nutzen und nicht Versprechungen machen, die weder Sie noch die Medizin noch die derzeitigen Impfstoffhersteller halten können. Das ist ja das Problem. Und wenn wir bei der Wissenschaft bleiben, und da zitiere ich nicht Gensbacher oder den Landesrat Wiedmann, ganz bestimmt nicht, sondern wenn wir die CDC hernehmen, also das amerikanische RKI, das ganz klar sagt, wer liegt denn im Krankenhaus und auf der Intensivstation? Und über 350 Millionen Menschen wurden also behandelt das RKI als staatliche Organisation, vergleichbar durchaus mit der EU, mit allen Ländern, die dann klar sagen, es ist starkes Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes, das sind die Faktoren, die für die wirklich schweren Verläufe auch zuständig sind. Also wir wissen und Leute ab 70 und ab 50, die einem wirklich höherem Risiko ausgesetzt sind, dann wäre es doch sinnvoll, dass wir endlich dort auch die Impflücken schließen und auch das den Menschen sagen und sagen, schau, du bist besonders gefährdet mit dieser Vorbelastung, anstatt dass wir hergehen, alle über einen Kamm scheren und sagen, Impfpflicht für alle. Und das Wort von der Solidarität, das wird ja immer wieder gern in den Mund genommen. Darf ich Ihnen eine Frage stellen, Herr Leiter Reber? Gerne. Wären Sie denn da für das griechische Modell, das hat heute beschlossen, dass eine Impfpflicht für die über 60-Jährigen eingeführt werden soll, also für diese Menschen, die vorwiegend oder wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie einen schweren Verlauf haben? Wäre von der Evidenz her und von der Verhältnismäßigkeit wieder ganz eine andere Ausgangslage. Und um das geht es ja, das betone ich immer wieder. Es geht nicht Impfung gut oder schlecht, sondern mit den derzeitigen Impfstoffen ist die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben. Wir hätten dort bei der Risikogruppe ganz eine andere Ausgangssituation, denn es ist de facto ja so, wenn wir heute 15% der 20-Jährigen nicht geimpft haben, ist das für die Pandemie viel weniger, oder beziehungsweise für die Auslastung im Krankenhaus, ja ganz eine andere Diskussion und Evidenz, als wenn wir sie bei den Risikopatienten haben. Das ist ganz klar. Und da kann man dann nicht hergehen und sagen, wir zwingen euch dazu, sondern ich glaube, dass es in einer demokratischen und freiheitlichen und nicht parteimäßig freiheitlich, sondern freiheitlich gesinnten Gesellschaft doch wichtig ist, dass wir die Menschen davon überzeugen, dass sie verstehen, warum es für sie persönlich wichtig ist, sich impfen zu lassen. Und ich möchte den Unterschied der Werkzeuge wirklich klarstellen, auch für die Zuschauer. Eine Impfung ist in erster Linie der Selbstschutz und nicht immer die Solidarität. Denn es ist nun mal der Selbstschutz, dass ich sage, schau, mein Risiko ist für eine bestimmte Zeit geschützt.
leider abnehmend mit den neuen Varianten, aber das ist ja schon einmal ein großer und toller Erfolg der Impfung. Gut. Aber wir brauchen das Testen, um die Zirkulation zu verhindern. Wir müssen deshalb auch Geimpfte, die große Menge der Geimpften, und unsere Zahlen sind nicht so schlecht, die dürfen wir nicht immer schlecht reden, die große Zahl der Geimpften in Südtirol auch regelmäßig testen, um die Zirkulation. Also das Testen ist absolut ein Thema. Ich möchte noch, weil die Zeit ist fort, also schreitet voran, und ein wichtiges Thema, finde ich, ist die Frage, dass wir uns damit beschäftigen, ja, Impfpflicht oder Lockdown. Und dazu hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder ein Kolumnist der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine klare Meinung dazu. Der sagt, die Impfpflicht ist milder als ein Lockdown und sorgt mitnichten für eine größere Spaltung. Wenn auch künftig alle die gleiche Versorgung erhalten sollen, dann muss jetzt gehandelt werden. Das sagt Gerhard Müller, Kolumnist von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie haben in Ihrer Aussendung vor allem auch die wirtschaftlichen Faktoren oder auf den Wirtschaftsfaktor hingewiesen, durch eine, welche Folgen so eine immer weiter laufende Pandemie haben soll. Wenn Sie das jetzt gegenüberstellen würden, also sind die Folgen einer Impfpflicht weniger gravierend als ein Lockdown? Also ich denke, das ist schwierig zu vergleichen, weil der Lockdown natürlicherweise, da haben wir schon gesehen, die wirtschaftlichen Einbrüche einerseits, -10% im Jahr 2020 in Italien, aber vor allen Dingen auch, was es mit den Menschen gemacht hat. Die vielen Kinder und Jugendlichen, auch erwachsene Menschen, die heute psychische Erkrankungen haben, die lange zu Hause waren, die Sorgen und Ängste, also das muss man natürlich ganz ernst nehmen. Und von daher denke ich, und da widerspreche ich auch Kollegen Leiter-Reber, ist eine Impfpflicht sehr wohl verhältnismäßig. Denn auch in Österreich beispielsweise wird jetzt ja auch darüber nachgedacht, soll ja ab Februar die Impfpflicht eingeführt werden. Das heißt, die Meinung, dass die Impfpflicht sehr wohl verhältnismäßig ist, wird geteilt. Und auch das Argument, das Sie angeführt haben mit dem Testen, das teile ich auch teilweise. Also natürlich wäre es optimal, wenn auch Geimpfte getestet würden. Aber nur herzugehen, zu sagen, das Testen wäre jetzt das Allheilmittel, das sehe ich für völlig falsch. Testen, lassen Sie mich bitte aussprechen, Herr Kollege. Aber das Testen ist eine gute Momentaufnahme. Die Massentests, die wir hatten, waren damals ein probates Mittel. Wir hatten damals auch noch keine Impfung, um eben das Infektionsgeschehen einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Aber jetzt haben wir die Impfung und da gibt es nur einen Ausweg. Impfen, boostern, volle Bulle. Das ist der einzige Weg, wie wir hier rauskommen. Herr Leiter-Reber, ein Thema, was zurzeit viele beschäftigt, vor allem Familien, das ist die Impfung von Kindern. Müssen denn jetzt die Kinder mehr oder weniger geimpft werden, weil man nicht imstande war, so viel, oder weil sich bei den Erwachsenen so wenig Menschen entschieden haben, sich impfen zu lassen? Also das wird ja auch von einigen ins Feld geführt, und da geht es auch wieder darum, denen Leuten, wir haben bis jetzt eine Freiwilligkeit, was das Impfen anbelangt, aber diese Freiwilligkeit ist ja schon lange nicht mehr gegeben, indem man eben ganz klar sagt, der Ungeimpfte hat die Schuld, der Ungeimpfte ist verantwortungslos, ist unsolidarisch und so weiter. Und ich halte es für wirklich gefährlich, Frau Ladoner, wenn Sie sagen, nur über die Impfung mit den derzeitigen Impfstoffen. Ich betone es noch einmal. Wenn wir morgen einen neuen haben, der uns wirklich auch vor Ansteckung und für die Weitergabe schützt, haben wir eine andere Diskussion. Haben wir nicht. Also, und Versprechung zu machen, denn was ist passiert? Massentest, um nicht Lockdown zu haben, was kommt? Lockdown. Das ist ja das, was die Leute verärgert. Also, eine Sache müssen wir schon klarstellen. Ja. Also die Impfung wirkt und sie wirkt das sagt, und reduziert die schweren Verläufe, Gott also sei Dank. Aber eben, wie wir leider festgestellt haben, seit Juli wissen wir es, im November fangen wir an mit dem Boostern, nur für eine sehr kurze Zeit. Wir haben uns viel mehr versprochen davon. Und deswegen, aus diesem Grund, halte ich die Impfpflicht jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, auch eine Diskussion darüber für falsch, sondern ich bin nach wie vor für eine gesunde Aufklärung, vor allem für die Offenlegung der Daten. Dann verstehen auch jene Menschen, warum sie sich impfen aber lassen sollen. Aber noch einmal, darf ich hier noch gleich einhaken? Bitte, sie haben das Schlusswort. Vielen Dank. Mit der Freiwilligkeit kommen wir augenscheinlich bis zu diesem Punkt. Mit einer guten Kommunikation, Frau Ladoner, nicht mit Angst, da gebe nicht mit ich Angst Ihnen, und Abstempelung von Leuten. Herr Kollege, da gebe ich Ihnen ja recht, vollkommen. Aber mit der Freiwilligkeit kommen wir
bis zu diesem Punkt nicht mehr weiter. Wie vorhin schon das Argument angeführt, wo kämen wir denn hin, wenn alle freiwillig die Steuern zahlen würden? Und ich darf noch, Herr Kollege, bitte, bitte, ich bin Ihnen auch nicht ins Wort übrig, die wir vielleicht erreichen, 5%. Und diese Grafik, deshalb machen wir das Fass auf. Wir sind leider am Ende der Sendung angekommen. Es gibt viel noch zu diskutieren, vor allem zum Thema, wie schaut es rund um die Impfpflicht aus. Was sagen denn Sie zu Hause zu diesem Thema? Sie können morgen in der Anrufsendung im Mittagsmagazin nach 13 Uhr im Radio anrufen. Da wird der Hausärztegewerkschafter und Amtsarzt von Lana, Domenico Bossio, für Sie bereitstehen und auf Ihre Fragen antworten. Ja, das war Pro und Contra. Ich sage danke fürs interessante Diskutieren zu diesem Thema. Wenn Sie wollen, nächste Woche, das können wir uns wiedersehen, da wird weiter diskutiert. Bis dahin, machen Sie es gut.